Diese Map hat bei mir früher immer Gänsehaut ausgelöst. Die E-Survivor. Es ist für mich die unheimlichste Map in Counter-Strike. Denn wer hier nicht aufmerksam ist, für den geht es ganz schnell eine Etage tiefer. Es ist aber auch eine Map mit extrem vielen Details, mit vielen Anspielungen und mit vielen Besonderheiten. Habt ihr gewusst, dass die Bombspots zum Beispiel gar keine Bezeichnung haben? Oder wusstet ihr, dass DE Survivor eigentlich DE Dust im Winter sein sollte? Fangen wir aber erstmal ganz von vorne an. Entwickelt wurde DE Survivor im Jahr 2001 von Mike Visser. Der Niederländer war zu Beginn von Counter-Strike sehr aktiv in der Mapping-Szene und hatte just for fun verschiedene Custom-Maps erstellt. Die Ambitionen bei seinem neuesten Projekt, DE Survivor, waren dann aber doch deutlich höher. I'd like to do an official map and then I just looked at the other maps and figured, well, what's not there? And it used to be a snow map way back in there called Ice Tundra, but those AS maps were really unpopular because they were just, you know, the advantage was way too much towards terrorists. So I figured I'd just create something which is, you know, not there. Schneemaps waren damals in Counter-Strike eher weniger beliebt. Es gab zwar AS Tundra und auch CS Office, aber ansonsten setzten die meisten Map-Designer eher auf Wüstenlandschaften oder ganz generell eher auf freundlichere, hellere Maps. Mike wollte aber etwas Düsteres erschaffen, eine Map im Schnee. Zuerst hatte er sogar die Idee, DE Dust 1:1 nachzubauen, allerdings als Winteredition. I wanted to recreate Dust, use the exact layout of Dust, but change all the graphical components in there so that you have two exactly the same maps, but nobody would notice because graphically they would look completely different. It was always in the back of my mind, like I want to recreate Dust, the most popular map ever, and I just want to make it really pretty and really awesome. Ein echtes Vorbild für seine Map, also zum Beispiel eine bestimmte Region in Sibirien oder Lappland, gab es übrigens nicht. Mike wollte einfach nur eine gut zu spielende, actionreiche Map mit Schnee erstellen. Der Name Survivor hat auch keine besondere Bedeutung. Mike fand ihn einfach nur cool. I always used to have try and find those really strong names, you know, make sure that people just gets in your brain. It's all marketing. DE Survivor hat sogar eine Storyline. Aufgrund eines Schneesturms ist ein Flugzeug mit einer streng geheimen Ladung abgestürzt. Die Ladung wurde bereits teilweise in einen Truck transportiert, allerdings nicht alles. Deshalb müssen die Terroristen entweder das abgestürzte Flugzeug in die Luft jagen oder den Truck. Map-Designer Mike baute um das Flugzeug und den Truck herum unter anderem eine eingeschneite Stadt, einen Gletscher und einen Canyon. Er setzte dabei auch auf unterschiedliche Höhen, sodass man sich nie sicher sein konnte, wo die gegnerischen Spieler sind. I never understood why most maps were always flat. You always look, you know, you can just aim like that. There's no going up. It's always everybody comes into you, headshot everybody. But I always try to get be able to have people come down from ceilings or whatever. So there's, yeah, it's much more skill involved. Das Besondere an DE Survivor ist natürlich die Soundkulisse. Map-Designer Mike wollte eine besonders atmosphärische Map erschaffen, die dazu noch etwas düsterer ist als die klassischen Counter-Strike-Maps. Um das düstere Setting zu transportieren, hat er sich viele Gedanken über die Sounds gemacht. Yeah, it's very much on sound and where you are, and also because your snow, the footsteps make sound in the snow as well. So yeah, if you listen really well, you could always know where somebody was going and where they were at. Ebenfalls besonders ist die Detailtiefe. Es gibt nur wenige Maps, die so detailreich gestaltet sind. Mike erschuf zum Beispiel eine eigene Fluggesellschaft, Oops, eine humorvolle Hommage an Gamer, denen beim Zocken ein Missgeschick passierte. Er baute außerdem den Truck des A-Teams ein und ein Bild seiner damaligen Frau und seiner Tochter. Eine Besonderheit von DE Survivor ist auch, dass die Bombspots keine Bezeichnung haben, also Bombspot A und Bombspot B. Mike hatte absichtlich darauf verzichtet, denn die Spieler seien, so sagte er es mir wörtlich, keine Idioten. Ganz wichtig war ihm auch, dass es nur eine einzige Kiste in der ganzen Map gibt. Der Grund dafür, Mike war kein Fan von den riesengroßen Kisten, die häufig von Mappern in Counter-Strike verwendet wurden. I was always really opposed to those crates everywhere and just wanted to yank the chain of all the other mappers a little bit like, look what you're doing, you're just making boring stuff. Aus meiner Sicht hat DE Survivor eine ganz besondere Aura. Es ist eine geheimnisvolle Map. Eine Map, bei der man nie weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Dazu kommen die Fußstapfen, die eingebauten Soundeffekte wie das Wolfsgeheul, der Adler, der übrigens nicht vom Himmel geholt werden kann, und dazu auch die vielen Fallen. Das ist übrigens ein Markenzeichen von Mike. Auch in seinen anderen Maps hat er solche Fallen eingebaut.
Weniger zufrieden ist Mike übrigens mit dem Gletscherbereich. Der war zwar schön anzusehen und war auf jeden Fall etwas Neues damals, allerdings war der Bereich spieltechnisch nicht besonders gut. The glacier never worked out and it's a real shame. I had a much better idea to get that one working. But originally the distances towards both the bomb spot were just too long to take that, and often you somebody would get lost and you'd have to find him down the bloody glacier. So I think gameplay wise that hurt a little bit. DE Survivor wurde in Counter-Strike 1.3 als offizielle Map eingeführt. Mike Wisser hat damals $2000 von Valve erhalten, als er die Rechte verkaufte. Aus dem Mapping-Geschäft hat sich der Niederländer schon vor vielen Jahren zurückgezogen. Es wird also keine neuen CS-Maps mehr von ihm geben. Mittlerweile leitet er in Amsterdam eine Produktionsfirma, die sich auf visuelle Effekte in Filmen und Serien spezialisiert hat. Und auch wenn DE Survivor jetzt schon gut 22 Jahre auf dem Buckel hat, freut sich Mike darüber, dass er immer noch auf die Map angesprochen wird. I get family like once or twice every month from somebody's like, hey dude, I found you. I found you on Instagram. What are you doing now? You used to be mapper and blah blah blah. So that's definitely fun. Auch wenn DE Survivor nie so populär wie Das 2 oder Inferno war, Mike Wisser hat auf jeden Fall eine ganz besondere Schneemap erschaffen.